Die Welt zu Gast in München. Der Schützensport kennt keine Grenzen. Hello from Lithuania. Beim internationalen Wettkampf auf der Olympiaschießanlage waren natürlich auch zahlreiche bayerische Sportler am Start. Für die beiden Oberpfälzerinnen Monika Karsch und Sandra Hornung sind jetzt die ersten Schritte auf ihrer Road to Rio zu den Olympischen Sommerspielen im August. Sandra Hornung aus Regensburg schaffte es ins Finale. She's representing Bavaria. Herzlich willkommen, Sandra Hornung, auf A. Am Ende dann Rang 8 für die Sportsoldatin. Ja, also vor dem Finale, der Vorkampf, der war ja super, absolut genial. Und Finale, ja, ich war halt sehr nervös, war halt doch jetzt noch nicht so oft auf internationalen Finals, von daher, ja, war schon sehr holprig. Monika Karsch, ebenso aus Regensburg, schaffte es zwar nicht aufs Treppchen, die Olympischen Sommerspiele hat sie aber immer noch fest im Visier. Ja, mein Fazit ist, ich bin eigentlich ganz gut aus dem Winter gekommen, ich bin gut drauf und jetzt war die Idee zu testen in dem Wettkampf, ob das auch wirklich alles so gut funktioniert. Und phasenweise war es gut, da war ich damit ganz zufrieden und andere Phasen war es einfach schlecht und genau in diesen Strecken muss man an unserer Strategie einfach noch ein bisschen arbeiten. Die Medaillen für Luftpistole Frauen wurden unter anderem vom stellvertretenden Landesschützenmeister Hans-Peter Gäbelein verliehen. Die Goldmedaille überreichte Bayerns erster Landesschützenmeister Wolfgang King Olena Kostewitsch aus der Ukraine. Sie schießt für die HSG München. Und welches Resümee vom ersten Wettkampftag zieht unser Nationaltrainer Jan-Erik Eppli? Der erste Wettkampf war ein hervorragender Einstieg in das Jahr. Vor allem mit der großen Aufgabe, dann in Ungarn bei der Europameisterschaft das Unmögliche vielleicht möglich zu machen, beziehungsweise halt den einen oder anderen Quotenplatz noch zu gewinnen. Und da ja hier die europäische Spitze am Start ist, ist, glaube ich, mit zwei Finalplatzierungen im Vorfeld nicht zu rechnen gewesen. Eine ja, aber dass gleich zwei Damen dabei waren, ist ein hervorragender Auftakt.